Liebe Lernbegeisterte, es geht in die nächste Runde. Ein Mann aus Deutschland, der sich eingesetzt hat für die Kinder, wie wahrscheinlich sehr, sehr wenig andere. Die üblichen Angriffe dadurch abbekommen hat, ein turbulentes Leben, rauf und runter, aber mit dem Herz am rechten Fleck für Menschen und Kinder einsteht. Er ist Arzt, er ist Mensch und wir sehen uns an. Was hat er schon alles Positives für die Menschen getan? Was kann er noch tun? Wer ist er? Wie sind die Zukunftsaussichten? Vielen, vielen Dank, lieber Milan, für deine Zeit, weil ich weiß, du bist auch ziemlich voll. Sehr gerne. Ich bin auch froh, dass sich das jetzt so ergeben hat mit der Dramatik, mit Hochwasser und Stürmen, dass wir überhaupt miteinander sprechen dürfen. Das ist ein Wunder und ich nehme es auch als Geschenk an. Ja, vielleicht also zu dem eine kurze Vorgeschichte. Wir hatten eigentlich schon vor ein paar Tagen uns was ausgemacht und dann war ja bei mir Hochwassersituation. Die habe ich noch gesagt, du, da ist ein Sturm, das Internet ist gerade schlecht. Dann hatte ich plötzlich das Wasser bis zur Hüfte und jetzt schaffen wir es halt einige Tage später. Fangen wir mal bei dir in der Schulzeit an. War das dort schon so, dass du gepusht wurdest, hey, mach dich selbstständig, werd Arzt oder war das eine eigene Intention? Wie ging es dir damals? Wo war der Beweggrund, wo du gesagt hast, ich möchte Menschen helfen, ich werde Arzt? Ich war so ein richtig typischer Dortmunder Waldorfschüler. Also ich war Okay. ziemlich verträumt, war froh, dass ich die ersten 10 Jahre so gut wie keine Ahnung von Noten hatte. Hatte in der 12. Klasse in Mathe irgendwie eine 4 und habe dann im Leistungskurs irgendwann doch eine 1 plus geschrieben, weil irgendwann so in 11. Klasse hat es Klick gemacht, ich brauche doch irgendwie ein 1er-Abi, wenn ich dann irgendwann Mediziner werden will. Ja, das ging dann doch recht gut. Also es ist ja eine Frage der Selbstmotivation. Wir empfangen die Menschen in Ehrfurcht, wir begleiten sie in Liebe und wir entlassen sie in Freiheit. Und dieses Motto finde ich neben dem selbstbestimmten Lernen recht gut und finde ich auch modern. Und ich finde auch dieses ganze Freilernen, was ja in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, das ist etwas, was ja schon die Wurzeln, sagen wir mal, in der Montessori oder auch in der Waldorfpädagogik hat. Das ist einfach nur weiter konsequent gedacht und ich finde, ja, wir sind in der Zeit, wo alles neu gedacht werden darf. Wo war der Gedanke, dass du gesagt hast, du willst Arzt werden? Kam das von den Eltern? War das deine eigene Motivation dazu? Was war da der Ursprung? Weil ich habe ganz viele Kinder zum Beispiel bei mir gehabt, ja? Und meistens ist es einem Ereignis heraus, das sie erlebt hat. Ich hatte mal ein junges Mädchen, die gesagt, ich will unbedingt Tierärztin werden, weil ich habe gesehen, wie der Hund von meiner Oma verstorben ist und keiner konnte helfen. Ich möchte das in Zukunft lösen. Das war ihr Motivationsgrund dazu. Was war das bei dir? Also bei mir war es tatsächlich ein Praktikum. Wir haben so soziale Praktika gemacht während unserer schulischen Laufbahn. Und ich habe das in einem Krankenhaus gemacht und bin dort, hatte sich so ergeben, auf einer onkologischen Station, also Palliativstation, wo die Menschen gestorben sind. Und hatte mich da auch mit Kübler-Ross beschäftigt und habe mich im Grunde genommen mit diesen Nahtodesphänomenen beschäftigt und habe tatsächlich für mich in der 11. Klasse wahrnehmen dürfen, dass ja, wir irgendwann als, ich sag mal, unsichtbarer Schmetterling diese Hülle, diesen Tempel, der ja wunderbar ist. Ich liebe auch meinen materiellen Tempel. Ich würde den auch gerne 80, 90, vielleicht 100 Jahre behausen dürfen. Aber die Erkenntnis war damals schon, es ist etwas, was nachtodlich sozusagen weiterwirkt. Und im Gegenzug habe ich auch, es war ganz interessant, dass ich das dann so erkannt habe, ich wollte auf jeden Fall Kinderarzt werden, weil für mich klar geworden ist, im Jenseits ist es dann wieder ein Verdichtungsprozess. Also meine Tochter hat das mal mit 5 Jahren sehr schön gesagt, als der Opa gestorben war. Du, weißt du, Papa, wenn der Opa vom Fliegen müde wird, dann kommt er wieder runter. Also dieser Kreislaufgedanke, der war mir da sehr wichtig und den habe ich dann direkt auch in der Psychologie und Medizin natürlich wiedergefunden. Mega Aussage von deinem Kind, ja. Okay, also du bist dann, was ich weiß, auch Chefarzt geworden, oder? Was war so der Weg da ganz kurz hin? Ja, also ich bin relativ so ein steiler Steinbock, sage ich mal, weil ich habe schon, hätte man eigentlich nicht denken können, mit 36 eine Chefarztposition bekommen. Ich habe auf gut Glück im Ärzteblatt dann geguckt. Ich hatte eine ziemlich beschissene Stelle, sage ich jetzt mal so, wo ich auch dachte, auf Dauer wird das nichts. Und dann war da in Sachsen total idyllisch mit schöner großer Reha-Landschaft, 26 Hektar großer Park, 100 Bettenklinik, Familienklinik, Kinderklinik, war das im Deutschen Ärzteblatt ausgeschrieben und dann habe ich mich gut Glück beworben und tatsächlich wurde dann auf Anhieb genommen, habe das 11 Jahre geleitet. Ja, wurde in Corona-Zeiten rausgeschmissen. Also es ist mein Werdegang, das geht durchs ganze Leben. Auch in Prüfungen bin ich mal immer rausgeflogen und dann habe ich wieder neu Fuß gefasst. Und ja, bis hin zur Chefarztstelle und jetzt auch danach, da wirst du bestimmt auch gleich noch ein paar Fragen stellen, wie dann die Corona-Zeiten waren.
also die C-Zeiten meine ich, und dass eben tatsächlich diese Chefarztstelle dann Anfang 2020 insofern zum Ende geführt hat. Ich hatte ein YouTube gepostet, Finde wahre Liebe, kann man auch heute noch gucken. Also Milan Meder, Finde wahre Liebe. Ich finde es tatsächlich noch sehr sehenswert. Einfach bei YouTube eingeben, wenn man Lust hat. Und das war aber für die Geschäftsführung zu heiß. Da hat sie dann gesagt, also sorry, wir müssen jetzt gehen. Dann haben sie mich nach Leipzig eingeladen, also hatten auch im Hintergrund eine Ethikkommission gegründet, weil es ist ja, wenn Herr Chefarzt solche Dinge postet, das geht nicht, da muss man erstmal eine Ethikkommission gründen. Und dann hat mich 9 Monate später, hat man mich in Leipzig sozusagen ganz klar rauskatapultiert. Also hat gesagt, wir können und wollen nicht weiter mit Ihnen zusammenarbeiten. Wie viel wollen Sie haben? Dann habe ich gesagt, naja, geben Sie mir 800.000, bin ich zufrieden. Ach, nee, das ist ein bisschen zu viel. Habe ich gesagt, ich bin auch mit 500.000 zufrieden. Also ich durfte ja die Fragen stellen. Dann haben sie gesagt, ja, wir berechnen das dann so. Und letztendlich, ich habe ein wunderschönes Abschlusszeugnis bekommen, habe auch wirklich eine schöne Abfindung bekommen und habe den besten Schritt in mein Leben gemacht. Ich bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, habe eine Praxis, eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxis eröffnet im eigenen Haus und bin da jetzt 3 Jahre tätig. Genau, da wird es jetzt dann spannend. Du hast ja dann ganz viel Herzblut reingesteckt, weil es sind, nehme ich mal an, so wie auch zu mir und zu vielen anderen, viele Eltern gekommen mit Problemen bei den Kindern. Ich sage, wo wirklich die Räumlichkeiten voll waren, waren bei den Psychologiestationen, bei den Kinderpsychologiestationen in den Krankenhäusern. Die waren wirklich voll. Ja, da habe ich auch Freunde und Krankenschwestern, die dort gearbeitet haben. Wie war das da bei dir? Ja, ich meine, ich habe E-Mails bekommen für die nächsten 500 Jahre gefühlt. Was haben die Eltern dir berichtet? Wie ist es den Eltern gegangen? Wie ist es den Kindern gegangen? Erzähl mal so ein bisschen aus der Praxiszeit da. Ja, also ich wurde auch tatsächlich von Anfang an komplett überlaufen. Also ich habe jetzt auch ungefähr im Schnitt, das hat sich jetzt so etabliert, das war im Prinzip von Anfang an so, das hat sich dann schnell rumgesprochen wie so ein Feuer, Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja die beste Propaganda, sage ich jetzt mal. Also ich habe im Durchschnitt so ungefähr 400 schulabstinente Kinder, also die wirklich diesen selbstbestimmten Weg gehen, ich sag mal à la Kanada. In Kanada wird man ja ungefähr mit $1.000 pro Monat unterstützt, wenn man diesen selbstbestimmten Weg geht. In Deutschland ist es leider noch ein bisschen komplizierter. Und da begleite ich sie dann auch in diesen manchmal komplizierten Verfahren mit den Jugendämtern und versuche sie auf diesem Weg manchmal in Kleinstlerngruppen, manchmal online, manchmal gibt es aber auch so flexible Schulen, versuche ich sie auf diesem Weg zu begleiten und muss auch sagen, das ist jetzt ein sehr erfolgreicher Weg, der natürlich in diesen C-Zeiten ein bisschen leichter war. Und wir haben ja in Deutschland diese Schulpräsenzpflicht, die es tatsächlich an manchen Punkten schon kompliziert macht. Aber wohin will er dein Weg? Licht ist ja auch Schatten. Richtig, wohin will er dein Weg? Nein, ich habe jetzt eigentlich gemeint, Kinder, die, egal ob die jetzt Schule gehen, Freilernen, Homeschooling oder was auch immer, sind die auch wirklich mit ihren ganzen Problemen? Ich meine, ich kann nur sagen, Kinder, die nur noch Kopfschmerzen hatten, Kinder, die nur noch geschrien haben, die wollten nicht mehr in die Schule, Kinder, die gemobbt wurden, Kinder, die Selbstmordgedanken hatten, gab es ja alles Mögliche. Kamen die auch zu dir? Natürlich, also klar, das ganze Spektrum, die ganze Suizidalität, die Depressivität, junge Mädels, die sich die Arme aufgeschnitten haben, die Beine aufgeschnitten haben. Teilweise habe ich auch bis heute relativ viele Probleme, also diese psychischen Probleme, dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt, dann eben auch durchaus junge Frauen, die eben sagen, naja, wenn ich 18 bin, dann lasse ich mir die Brüste abschneiden und dann werde ich ein Mann. Also auch gewisse Verdrehungen, sage ich jetzt einfach mal so, das ist durchaus mein täglich Brot, ja. Ja, kam dann noch mehr, also in dieser Zeit, ich meine, ich bin überlaufen worden, ja, ich kenne auch ein paar andere Menschen, auch in Österreich zum Beispiel Ärzte, die dann mit diesen Kindern gearbeitet haben, aber es waren einfach viel, viel zu viele. Was haben die Eltern gesagt da zu dir? Ich meine, was war deren, oder haben die nur gesagt, hey, bitte mach was? Was war so da das Conclusive von denen? Oder womit sind die zu dir gekommen? Was war so das Hauptthema? Also ich bin ja schon relativ alter Hase. Ich habe die 50 bereits überschritten, auch wenn man es mir vielleicht nicht unbedingt ansieht, aber ich habe auch durch meine 11-jährige Chefarzt-Erfahrung habe ich irgendwann gemerkt, in diesem unglaublichen Chaos, ich kann schlecht Nein sagen, vielleicht haben wir da das gleiche Thema sozusagen. Ich
habe im Grunde genommen versucht, erstmal wieder in die Ruhe zu kommen und versuche zu spiegeln. Also das System kann sich ja nur selbst heilen. Heilen kann ja sowieso letztendlich nur jeder sich selbst. Und da kann ich oft in ein, zwei Sitzungen den Menschen klar machen, wo sie ansetzen können, wo sie vielleicht auch wieder in den Reflexionsprozess kommen können, wo sie vielleicht auch aus der Panik oder aus der Angst, weil wir sind ja in diesem Hamsterrad der Angst. Ich vermute hier in Deutschland noch etwas mehr als ihr in Österreich, dass wir aus diesem Hamsterrad erstmal wieder in die Ruhe kommen, erstmal wieder ruhig durchatmen, vielleicht auch aus diesem furchtbar schnellen, hochfrequenten Kopf in die Ruhe des Herzens. Wie sagt der kleine Prinz in Saint-Exupéry, man sieht nur mit dem Herzen gut. Also da versuche ich sie wieder hinzuführen und es klappt meistens. Was waren so die Hauptsorgen von den Kindern? Haben die dir berichtet, wie es ihnen in der Schule geht? Was war so da das Hauptmotto, das zu dir gekommen ist? Was war die Hauptsorge der Kinder? Naja, der Punkt, und es ist ja nach wie vor ein Problem, ist es einfach die Toxizität, die immer mehr zunimmt. Also ich nenne es mal dieses Zuckerbrot- und Peitsche-System, was einfach immer mehr nach diesen C-Zeiten den Leuten um die Ohren fliegt. Es ist ein permanenter Lehrermangel, es ist ein unglaublicher Druck und es ist eben nicht dieses Freie und Selbstbestimmte, was letztendlich ja der einzige Weg ist. Also so kommen wir auch auf die Erde. Wir lernen in einem Jahr, lernen wir stehen. Das machen wir, weil wir stehen wollen. Und nach einem Jahr halten wir uns wackelig auf unseren Füßchen. Dann brauchen wir nochmal 2, 3 Jahre, um diese hochkomplexe deutsche Sprache zu lernen. Und somit plus minus 3 findet ja dieser Ich-Werdungsprozess an. Also sonst reden wir ja in der dritten Form und auf einmal heißt es nicht mehr Milan, 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 sondern dann heißt es auf einmal, ich habe Hunger. Also das ist ja dieser Switch. Und ich sag mal so, bis 3, 4, 5, 6, du hast ja das auch am eigenen Leib erlebt, weil du da nicht irgendwie manipuliert worden bist, sind wir ganz frei und wenn es gut läuft, geht es dann auch bis 18, 19, wenn man eben frei und selbstbestimmt den Weg gehen darf. Aber ja, meistens kommen die Kinder dann ja mit 7, 8, 9 zu mir, wenn eben im Grunde genommen das Kind in den Brunnen gefallen ist oder wenn das Kind dann mutistisch ist, wenn das Kind vielleicht gar nicht mehr redet oder wie sie gesagt, wenn dann ein junges Mädchen auf einmal völlig anorektisch wird oder bulimisch oder irgendwie anders ihre Emotionalität, ihre Not ausdrückt. Ja, und dann ist es meistens meine Aufgabe, erstmal aus dieser Toxizität herauszuführen, erstmal zur Ruhe zu kommen, um dann natürlich wieder am Leben teilzuhaben. Die Gunda Frey hat immer gesagt, Kinder entwickeln Störungen, wenn wir sie in ihrer Entwicklung stören. Ja, finde ich einen Das ist ein wunderbaren schöner Satz, der Satz. passt da einfach super schön rein. Jetzt gibt es viele Eltern, die finden keinen Platz mehr bei Menschen wie bei dir, ja, die ruhig auf die Kinder einwirken können, die ihnen da durchhelfen. Es sind einfach viel zu viele. Wenn wir uns ganz ehrlich sind, es sind viel zu viele Menschen, die Hilfe bräuchten und viel zu wenige, die denen helfen könnten. Hast du ein paar Tipps, wenn jetzt hier Eltern zusehen, die sagen, hey, meine Kinder waren in der Zeit, haben immer noch Probleme aus dieser Zeit, da gibt es etliche, das weiß ich, wo du sagst, hey, gehst du zuerst mit einer Atemübung rein, gehst du zuerst rein mit, hey, such dir ein anderes Weltbild dazu. Hättest du ein, zwei kleine Tipps oder Übungen, die umsetzen können, wenn sie immer noch innerlich in dieser Stresslage sind? Also, es ist ganz schön, was du da so sagst. Ich versuche erstmal zu erklären, dass wir ein vielschichtiges Wesen sind. Also, ich beziehe natürlich die Eltern ein, weil der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn man auf der Elternebene eine gewisse Ruhe reinbringt, dann strahlt das auch wieder auf die Kindebene aus. Und ich versuche, und das kann man schon 6-, 7-Jährigen erklären, du hast diesen ruhigen Körper, du hast diesen Tempel. Da sind eben gewisse Erdgrundlagen, die werden umspült von Wasser. Auch dein Gehirn liegt im Wasser. Und dann, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, kommt sozusagen die dritte Ebene und die finde ich ganz spannend, die erkläre ich folgendermaßen. Also wir atmen tatsächlich im Durchschnitt in 24 Stunden 25.920 Mal. 25.920 Mal. Und die Sonne, was sozusagen die höchste, die Feuerebene ist, also diese Ich-Organisationsebene, so würde ich das nennen, an der muss man letztendlich anknüpfen. Das ist der Wesenskern. Und das kann ich eben beruhigend, indem ich
auch mit Wortspielen arbeite. Also die Sonne braucht, kann man tatsächlich makrokosmisch schauen, die braucht 25.920 Jahre, um einmal komplett ihren Bogen zu umschließen. Also wir haben gewisse Rhythmen, wir haben gewisse Rituale, um ein Kind wieder zu sich zu bringen. Und bei dem einen Kind, sage ich jetzt mal so, ich arbeite gerne auch mit Sprache, ist es das A. Abracadabra. Mhm. Ja, das wirkt. Oder wenn ich sage, vielleicht ein Mädchen, was irgendwie traumatisiert ist, was lernt, sich ein bisschen abzugrenzen. Wäre zierendem Wesen. Strenges, stetes E. E, E, E. Also merkst du die Qualität? Das eine ist eher, bei dem einen öffne ich ein Stück weit. Wenn das jetzt vielleicht für ein Kind der richtige Ansatz ist, ist ja immer ein individueller Ansatz. Ja, klar. Und bei dem anderen helfe ich, dass es sich erstmal wieder abgrenzt. Und so arbeite ich auch gerne mit Polaritäten. Ja, so kann ich das vielleicht grob sagen. Okay. Und also wenn die Kinder, ich meine, gut, schwieriges Thema, ja, ich habe auch immer die Frage, was soll ich tun mit meinen Kindern? Und ich muss das Kind sehen. Ja, ist es immer so anders? War das was bei der Geburt? Ist es über die Eltern? Ist es von der Schule gekommen? Ist es irgendwo ein Druck, den die Umgebung ausübt? Ja, ist immer schwierig zu sagen, was funktioniert. Auf jeden Fall Bewusstsein reinbringen, Atmung reinbringen, Ruhe reinbringen oder eine Abgrenzung reinbringen. Wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt einfach mal diese Distanz, um für mich das aufarbeiten zu können, sind sicher Punkte, die wahrscheinlich fast immer wirken. Was wäre das, was die Eltern machen könnten, wo du sagst, da können sie zu Hause die Kinder bestmöglich unterstützen? Weil du hast gesagt, du hast Menschen durchbegleitet, jetzt wollen die aus der Schule raus, ob die jetzt Freilernen machen, ob die eine Gruppe aufmachen oder ganz egal. Was waren dort die Hauptprobleme, wo du den Eltern helfen konntest? Weil es sind unendlich viele in Deutschland, die wollen diesen Weg ja auch gehen. Die wollen aus dieser Schulgebäude Anwesenheitspflicht raus, die wollen aus unterschiedlichsten Zwängen raus. Was wären da die Top-Tipps, um das denen an die Hand zu geben, wenn sie diesen Weg auch gehen wollen? Ja, raus aus dem Hamsterrad, in die Ruhe, in die Kraft, in gesunde Lebensprozesse, tatsächlich auch wieder draußen in der Natur sein. Ich sag mal, ist jetzt ganz banal, ein bisschen Waldbaden, sich mit Tieren beschäftigen, Heilkräuter sammeln, Steine sammeln. Es gibt so viele Schätze in der Natur, die Kinder ja auch entdecken möchten. Da führe ich die Eltern hin. Und oft, also wie gesagt, man ist ja so in dem Hamsterrad. Natürlich kann ich als Arzt auch mal eine homöopathische Medikation aufschreiben oder was Pflanzliches, manchmal ein pflanzliches Antidepressivum wie Johanniskraut oder so. Und dann helfe ich auch oft, ihnen zu erklären, Gedanken sind ja Realitäten. Und wenn das Kind abends überhaupt nicht mehr einschlafen kann, habe ich auch in YouTube gemacht. Das ist ein sehr guter Freund, der in C-Zeiten dann leider auch verstarb. Also das heißt auch so, Familien in C-Zeiten, kann man auch noch mal googeln. Und da sage ich in der Minute 18, falls jetzt jemand den Spruch sozusagen nicht so schnell mitschneiden kann, kann er ihn auch dort noch mal nachhören. Also man kann sich dann abends einfach eine schöne Kerze anzünden. Mache ich jetzt gerade mal schön, am besten eine schöne Bienenwachskerze mit dem Kind. Und dann, also jeder für sich, vom Kopf bis zum Fuß bin ich der liebe Bild. Vom Herzen bis in die Hände spüre ich der liebe Hauch. Spreche ich mit dem Mund, folge ich der Liebe Willen. Wenn ich die Liebe erblicke, überall, Mutter, Vater, allen lieben Menschen, Tier, Blume, Baum und Stein, gibt Furcht mir nichts. Ich habe keine Furcht. Nur Liebe zu allem, was um mich ist. Also wenn wir lernen könnten, dass letztendlich die Essenz Liebe ist, dass wir keine Furcht brauchen. Wir brauchen auch die Furcht vor dem Tod nicht mehr. Denn es ist ja die einzige Realität, an der wir ja gerade jetzt auch in diesen doch vulnerablen C-Zeiten ja immer wieder dran festhalten, Hilfe, Hilfe. Nein, so wie wir uns inkarnieren aus dem Geistigen, wir kommen sozusagen aus dem Nichts in Anführungszeichen, wir verdichten uns, wir werden Materie, wir leben hier 80, 90 Jahre und dann geht dieser unsichtbare Schmetterling wieder raus in die wahre kosmische Heimat. Wenn man dieses Vertrauen haben kann, also Kinder haben das ja oft noch, für Kinder ist das ja
wenn die 3, 4 sind, 5 sind, so wie meine Tochter, wenn der Opa vom Fliegen müde wird, kommt er wieder runter. Für die ist das völlig klar gewesen. Klar, jetzt mit fast 17 sieht sie das auch schon wieder ein bisschen anders, weil sie sich ja auch schon von dieser Dimension ein bisschen entfernt hat. Und doch können wir, auch ich als 50-Jähriger, weil ich ja dieser Schwelle, ob das jetzt in 10 Jahren ist oder ob das in 40 Jahren ist, weiß ich ja nicht. Wir nähern uns wieder dieser Schwelle und da gibt es ja auch diesen berühmten Spruch, wenn wir nicht werden wie die Kinder, kommen wir nicht ins Himmelreich. Sag mal, wir können von denen so viel lernen, vom Spaß, vom wie man lernt, all diese Dinge. Wenn du jetzt eine, oder ich gebe noch ein Beispiel dazu, wie ich das auch gerne mit den Kindern mache, eine Übung, wenn sie vor allem attackiert werden, wenn sie in der Pubertät drinnen sind, wenn sie davor sind, dann mache ich eine ganz schnelle Übung mit denen, wo ich sage, Klasse, Augen schließen, also nicht in dem Tempo jetzt, ja, und dann gehen wir zuerst mal im Kopf in den Wald und sage, hey, fühlt mal in diesem Wald, wie riecht er, wie schmeckt er, fühl mal so einen Baum, fühl den Boden, im Frühling, Vögel zwitschern, beschreib mir. Und dann siehst du, wie sich eine beruhigen, du bei anderen siehst du die Gesichtszüge, dann mache ich das noch mit dem zweiten Bild, wir sind am Strand, ja, eine warme Welle spült über deine Knöchel, du riechst die salzige Luft. Und dann frage ich die, wenn ich da so einige Minuten durchgegangen bin mit ihnen, wer war dort, wer hat es riechen können, wer hat es schmecken können, wer hat es fühlen können, zeigen die natürlich auf. Sag ich, wer war dort? Dann sagen die wieder, sag ich, nee, du warst auch da, dich habe ich auch hier gesehen, ja, weil ich habe die Augen offen gehabt. Dann sagen nein, aber ich war doch dort, ich habe es doch gerufen. Sag ich, nein, du warst hier, ja, du warst genau hier. Und dann kommen sie, naja, aber wer war dann, weil mir geht's besser? Sag ich dann, du warst dort, dein Körper war noch hier. Aha, ich bin der Ricardo, ich habe einen Körper. Und dann kommen wir nach einiger Zeit drauf, wo wir den Kindern sagen, ja, aber aha, das heißt, der Lehrer, der Klassenkollege, der mich nervt, der kann nur auf meinen Körper einwirken, aber gar nicht auf mich. So, ja. Das heißt, meine Träume muss ich gar nicht weggeben, weil wenn ich das nicht zulasse, kann da gar niemand rein. Ah, und wenn das aufgeht bei denen, es ist magisch, es ist der Wahnsinn. Ja. Aber Ja, du sagst was Wunderschönes. Weil es ist ja tatsächlich so, wir haben diese 7er-Rhythmen. Also wir haben auch die 7 Töne. Deswegen waren wir früher auch mit 21 erst erwachsen, ja. Eben, das ist auch so. Und das ist auch heute noch so, ja. Dass man eben mit 7 diesen ersten Übergang hat, mit 14 den zweiten, mit 21 den dritten, sagen wir mal mit 42 den nächsten großen. Und dann geht das so peu à peu bis 63. Ja. Und dann kommen wir sowieso erst so langsam in die freien Jahre. Und was ich mit dieser 7 halt auch tatsächlich sagen will, und das weiß man auch, wenn man Physiologie studiert, unsere ganzen Zellen ernähren sich in 7 Jahren. Also wir erneuern uns im Grunde genommen komplett. Also der Körper ist neu nach 7 Jahren. Aber ja. Das Ich, das ist ewig. Und sich das auch klar zu machen, das ist eigentlich der Parameter. Also dieses Ich, was meine Mutter ausgesucht hat. Also ich habe mir ja meine Mutter irgendwie ausgesucht, um da dann in 9 Monaten ein bisschen zu schwimmen und dann mit 50 Zentimeter da raus zu schlüpfen aus der Gebärmutter. Dieses Ich, was diese Mutter, diese Gebärmutter ausgesucht hat und das jetzt 50 Jahre alt ist, wenn man das so sagen kann, das hat sich im Grunde genommen in 50 Jahren kaum geändert. Aber der Körper hat sich 7 mal 7 komplett geändert, dass man sich das klar macht. Also Materie ist ja gut, wir leben ja auch in einem materiellen Körper, aber es ist sozusagen der ewige Geist, der sich das gestaltet und sich natürlich mit dem Körper zu identifizieren, das macht total Angst und das macht auch unsicher, weil der Körper vergeht ja. Also auch, ne, wenn der irgendwann wieder Erde wird, dann ist der irgendwann Kompost. Das geht wieder in den Kreislauf rein. Ja, alles im Kreislauf. Geht wieder in das große Ding. Wenn du Schule, Lerngruppe, freie Schule, Montessori-Schule, Waldorfschule, du kreierst ein Gebäude, wo Kinder hingehen, um aufs Leben vorbereitet zu werden. Wie auch immer du das nennen willst. Was würde man dort lernen? Dort würde man tatsächlich lernen, miteinander ehrfürchtig und liebevoll eine Gemeinschaft zu bilden. Und letztendlich zu erkennen, dass wir alle freie Wesen sind. Die Gedanken sind frei. Oder trommle mein Herz für das Leben, singe mein Mund dem Frieden, dass die Erde heller und schöner werde. Also mein Motto ist, wir sind ja kreative Wesen. Wir gestalten ja an der Erde mit. Wir dürfen ja die Natur auch mitgestalten.
Wir dürfen in die Natur gehen. Wir müssen uns nicht 24/7 irgendwo einsperren und irgendwo in den Medien versumpfen, sage ich mal. Ich habe ja nichts gegen die Medien. Das ist ja auch schön. Ich bin ja super dankbar, dass wir jetzt gerade hier so ein Zoom-Interview führen und du da gemütlich in Österreich bist. Naja, nasse Füße hast du trotzdem ein bisschen, egal. Und ich jetzt hier in Sachsen bin. Also ich bin ja froh, dass es so ist, wie es ist. Aber zusätzlich sollten wir doch das Kreativpotenzial nutzen und uns nicht im Gefängnis einsperren. Wunderbare Worte. Wie heißt es so schön? Die Welt ändert sich nicht durch deine Meinung, sondern durch dein Vorbild und durch dein Tun. Ich weiß jetzt nicht, von wem das Zitat kommt, das gibt es irgendwo schon mal, aber das fand ich grandios. Ja. Liebe Lernbegeisterte, ich glaube, ihr habt einen Überblick, warum dieser Mann vielen Kindern helfen konnte. Er hat eine ruhige Art, er hat eine ganzheitliche Sicht auf das Leben, auf diesen Planeten, auf dieses Universum. Und du merkst, dass, ich sage mal, Lernen geht über die Beziehungsebene, über diese Vorbildebene. Und deswegen dürft ihr als Vorbild vorangehen, so wie der Milan das gemacht hat. Dadurch konnte er vielen Menschen helfen. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ihr dürft die nächsten Vorbilder sein. Danke dir für deinen Weg bisher. Vielen Dank für deine Zeit und allen anderen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.